Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen, da die Bundesliga-Saison ja gar nicht mehr allzu lange dauert und dann erstmal ein Sommerloch klafft, könnt ihr mir gerne in den angepinnten Kommentar unten, den ich dort hinterlassen habe, reinschreiben, was ihr in dieser Pause gerne sehen würdet. Was würde euch interessieren, eine Karriere, irgendwelche Freundschaftsspiele, irgendwelche, keine Ahnung, Fantasie-Wettbewerbe, was auch immer, schreibt es auf jeden Fall rein. Und bleibt auf jeden Fall fair in den Kommentaren. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem ersten Spiel Leverkusen gegen Nürnberg. Bayer 04 Leverkusen empfing am 30. Spieltag den ersten FC Nürnberg. Die Klubberer spielen durchaus ansehnlich in den letzten Wochen, aber man konnte wieder nicht gewinnen. Eine gute Leistung gegen die königsblauen Freunde aus Gelsenkirchen nicht mit einem Sieg vergolden. Jetzt zu Gast in Leverkusen wurde es nicht unbedingt einfacher und Leon Bailey hatte hier in der 7. Minute die Riesenmöglichkeit, den Ball reinzumachen, aber man sieht in der Szene klar, er ist kein Rechtsfuß. Dann aber auch mal der erste FC Nürnberg geht vorne durchaus aggressiv drauf und brannt dann mit diesem Stockfehler. Kerk und Arangis verliert ihn nochmal an Kubo. Mateusz Pereira, schöner Hakentrick, Löwen, dann die Flanke von Mateusz Pereira und Ishak fehlen da ein paar Zentimeter, um an den Ball zu kommen. Der hätte dann sicherlich gepasst. Viel mehr passiert im ersten Durchgang nicht. Nürnberg machte das in der Defensive richtig gut und Leverkusen konnte kaum zur Entfaltung kommen. Das 1:0 in Stuttgart war ja auch eher nur ein Arbeitssieg. Aber im zweiten Durchgang wollte Leverkusen jetzt besser aus der Kabine kommen und das taten sie dann auch. Mitchell Weiser erobert den Ball, Baumgartlinger, Brandt, schöne Kombination und Kai Havertz mit dem 1:0. 52. Spielminute, das 14. Saisontor bereits für den Youngster. Mit links macht er den rein. Matenia ist ohne Chance. Der geht nicht direkt ins Eck, ist aber zu hart und doch zu präzise geschossen, als dass er da noch eingreifen könnte. Aber der erste FC Nürnberg steckte nicht auf und spielte nun auch wieder nach vorne. Versuchte kreative Momente heraufzubeschwören. Behrens dann mit dem Ball, aber im Endeffekt ist es zu einfach abgelaufen. Wir sehen's. Radetzky passt auf, spielt mit und schmeißt sich dann auf den Ball. Leverkusen mit etwas besserem Spiel nach vorne liegt vermutlich auch an der offensiven Qualität. Volland mit dem Laufball zu Kai Havertz, der hat da viel Platz, bringt die Flanke, Julian Brandt hat noch mehr Freiräume und er macht das 2:0 in der 77. Minute und das war dann die Entscheidung. Bayer Leverkusen kontert sich im eigenen Stadion zum Sieg. Nürnberg riskierte jetzt mehr, klar, auch ein Unentschieden wäre hier eigentlich zu wenig gewesen. Man muss jetzt bestenfalls alles gewinnen und so wurden sie hier abgestraft. Schlussphase, nochmal Leverkusen, Leon Bailey über die linke Seite. Weite Flanke, dann kann es Everton klären. Wendell macht es nochmal heiß, aber der Schuss von Charles Arangis ist nicht gefährlich genug. Trotzdem Nürnberg, auch davor konnte man durchaus Respekt zollen. Spielte nochmal nach vorne, ein netter Spielzug über Hanno Behrens. Wunderbarer Ball zu Mateusz Pereira und Radetzky muss sich dann in der Nachspielzeit auch wirklich mal auszeichnen. Das war die letzte sehenswerte Szene der Partie. Danach war Schluss, Leverkusen gewinnt. Unspektakulär, aber souverän und verdient mit 2:0. Und klar, für Nürnberg geht es nur noch darum, irgendwie den Relegationsplatz zu erreichen. Ein Traumeinstand war das für Martin Schmidt zuletzt, als der FC Augsburg überraschenderweise mit 3:1 gegen Frankfurt gewinnen konnte und auch teilweise spielerisch sehr zu überzeugen wusste. Hier hatten sie in der 11. Minute die erste Möglichkeit durch Michael Gregoritsch, der versucht es dann mit einem artistischen Kunstschuss. So richtig gefährlich wurde es in der Szene aber noch nicht. Nun auch mal die Schwaben, die brauchten eine halbe Stunde, um sich hier reinzufinden in der WWK-Arena. Nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. Dann aber das 1:0 wie aus dem Nichts. Erstes Saisontor für Alexander Eswein, über den viel diskutiert wird. Auch durchaus ein Spieler, der belächelt wird, auch bei den eigenen Fans in der Kritik stand. Jetzt machte hier zumindest den Führungstreffer. Aber Augsburg ließ sich davon nicht groß beeindrucken, lagen ja auch gegen Frankfurt zurück. Richter mit der Flanke, Finn Bogason mit dem Kopfball und Ausgleich. 11. Saisontor für Alfred Finn Bogason und das spricht schon für ihn in einer Saison bei ihm, die von Verletzungen und schlechten Leistungen geprägt ist. Ist 11
eine richtig gute Anzahl an Toren, eben dafür, dass er nicht optimal in dieser Saison angekommen ist. Ein 1:1 zur Pause, das würde auf lange Sicht den Augsburgern natürlich besser schmecken. Der VfB müsste hier die 3 Punkte einfahren, um zumindest praktisch gesehen noch an Augsburg vorbeiziehen zu können. Aber sie spielten jetzt gefällig nach vorne, die Gastgeber, Hahn mit der Flanke und dann Finn Bogason, der hier den Doppelpack erzielen muss nach einer knappen Stunde. Flugkopfball, stark auch von Ron-Robert Zieler, aber trotzdem, eigentlich darfst du da aus der Distanz dem Keeper keine Chance mehr geben. Von Stuttgart nach vorne aktuell viel zu wenig zu sehen, um hier einen Dreier mitnehmen zu können. Gregoritsch legt nochmal raus, die Flanke dann aber zu schwach in die Arme von Zieler. Und in der Schlussphase jetzt kam tatsächlich der VfB nochmal nach vorne, weil Schmied sich hier einen Fehler erlaubt. Und dann ging schnell Erik Tommy zu Castro. Und dass der einen guten Schuss hat, weiß man. Hat man aber in der Vergangenheit zu selten gesehen. Da wird Andi Lute getestet. Kobel musste ja ausgewechselt werden gegen Frankfurt. Und Lute machte hier einen richtig guten Job, fährt die rechte Pranke aus und hält das Ding erstmal auf Remis. Aber der Druck von Stuttgart weiterhin nochmal erhöht. Der anschließende Eckstoß dieser Szene kam zu dieser Möglichkeit. Steven Zuber, dann Castro aber in die Arme von Lute. Und das war das Letzte, was man hier noch erwähnen konnte. Für Augsburg ist dieses 1:1 dann durchaus in Ordnung. Und für den VfB, wie bereits erwähnt, vermutlich zu wenig, um sich vom Relegationsrang noch zu retten. Der erste FSV Mainz 05 verpennte die erste Halbzeit gegen den BVB komplett. Am Ende hätten sie sich dann fast noch einen Punkt retten können. Fortuna Düsseldorf, klar, überragend in der Saison. Gegen Bayern war man dann einfach unterlegen am Ende. Qualitativ reichte es da nicht aus. Die erste Chance hier in der Opel Arena gehörte den Gastgebern. 9. Spielminute, Karim Onisivo wieder in der Doppelspitze aufgebracht, aufgestellt mit Mateta. Guter Versuch, sollte aber noch nicht sitzen. Rensing, eine klasse Saison von ihm und er ist ein großer Teil. Er hat einen großen Anteil daran, dass Fortuna Düsseldorf dasteht, wo sie aktuell stehen. Der macht wirklich nochmal eine richtig gute Saison hier in seiner Endphase vielleicht der Karriere. Hier ist er gut angekommen. Eckball von der linken Seite jetzt mal vor Tuna Düsseldorf im Angriff. Der Kopfball aber nicht unbedingt wirklich gefährlich, um Müller da außer Contenance zu bringen. Vor der Pause nun nochmal der erste FSV. Zimmermann kann es nicht klären. Latzer, genialer Ball auf Donati und dann ist der Ball in der Hütte. Sein erstes Saisontor. Der rechte Verteidiger, der seit einigen Wochen immer wieder in der Startaufstellung stehen darf, zahlt hier dieses Vertrauen erstmal zurück. 1:0 also nach 45 Minuten, das war durchaus okay. Ein unterhaltsamer Samstagnachmittagskick mit besseren Anteilen bei den Mainzern. Nun aber die Düsseldorfer gefährlicher im zweiten Durchgang. Benito Rahmann mit der Flanke und dann lauert der Luke Bacchio, aber Danny Latzer passt auf und nickt das Ding aus der Gefahrenzone. Baku jetzt mit dem Fehler. Sobotka, da geht's schnell in die Spitze zu Dodi Luke Bacchio. Aber viel Glück, dass das Knie von Luke Bacchio im Abseits stand. Den verwandelt er danach richtig stark, aber die Abseitsposition war schon richtig zu ahnden. 20 Minuten noch auf der Uhr. Der Ausgleich wäre mittlerweile absolut überfällig. Eine richtig tolle Partie wieder der Gastmannschaft. Sobotka mit dem Kopfball und der fliegt dann haarscharf über die Querlatte hinweg. Wobei haarscharf vielleicht übertrieben ist. Ein halber Meter fehlt da am Ende dann doch. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Das 1:1 lag in der Luft und dann Luke Bacchio und Müller mit einer Sensationsparade. Und in der allerletzten Spielsituation hält er das knappe 1:0 für Mainz fest. Das ist nicht verdient am Ende. Extrem glücklich. Aber so ist es nun mal, wenn man seine Möglichkeiten nicht verwandelt. Das musste Düsseldorf stark verbessert in der zweiten Halbzeit jetzt so hinnehmen. Damit werden sie auch leben können. Auf der Leistung kann man bei den Gästen definitiv weiter noch aufbauen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund geht also in die nächste Runde. Bislang
war es wirklich extrem spannend in der Meisterschaft und so wird es hoffentlich auch bis zum Ende bleiben. Hier gegen Bremen waren sie gewillt, schnell ein Zeichen nach vorne zu setzen. Die Flanke konnte hier aber von Pavlenka-Vertreter Capino noch rausgefischt werden. Der SV Werder Bremen erstmal in der Defensive etwas agierend, dann der Fehler hier aber von Augustinsson. Müller direkt mit der Flanke und das Kingsley Coman und das 1:0 für die Gastgeber. 19. Minute, die Bayern damit in Führung, war verdient, es war kein Abseits, sehr knappe Situation, aber die Bremer rücken alle raus, weil sie mit dem Ballverlust von Augustinsson nicht gerechnet haben. Coman ist dann zu frei. Halbe Stunde gespielt, nun wurde Bremen aber richtig stark. Der Gegentreffer irgendwie so ein bisschen wie der Wachmacher. 32. Minute, richtig gute Chance, toller Schuss von Max Kruse. Sven Ulreich wäre wohl nicht mehr dran gekommen. 10 Minuten vor der Pause, aber der Bremer Druck weiterhin nochmal erhöht. Şahin zu Kruse und das Davy Klaassen und jetzt war der Ball im Tor. 1:1, sein 6. Saisontor. Und das war mittlerweile auch verdient. Bremen spielte das richtig stark nach dem Rückstand runter. Und so stand es jetzt kurz vor der Pause 1:1. Aber fast in der gegensätzlichen Szene auf der anderen Seite das 2:1 für die Bayern. Doppelpack vom Franzosen. 41. Minute. Coman macht das Ding rein. Capino konnte einem dort leid tun. Kann aus der Distanz natürlich nicht mehr rechtzeitig reagieren. 2:1 zu Pause. Etwas glücklich für die Bayern, dass sie so schnell wieder zurückschlagen konnten. Aber Bremen auch im zweiten Durchgang weiterhin extrem mutig. Das weiß Florian Kohfeldt ja. Und bald geht es ja auch im Weserstadion im DFB-Pokal gegen die Bayern. Dann Kruse wieder mit so einem starken Distanzschuss. Und Sven Ulreich machte hier wirklich einen guten Job und fischte den raus. Das hätte wieder das 2:2 und der Ausgleich sein können. Viertelstunde vor dem Ende, nun mal die Bayern über einen Konter aktiv. Tatsächlich Lewandowski da auf der Außenseite. Gebre Selassie kann es nicht richtig klären und Thomas Müller nickt das Ding ein. In typischer Manier. Da springt er hoch und irgendwie drückt er ihn über die Linie. Der will die Dinger machen und wenn er das will, dann macht er das. Capino steht vielleicht etwas zu weit vor seinem Kasten. Der Fehler lag aber insbesondere hier beim Tschechen Gebre Selassie, der das Bällchen nicht rausgeklärt bekommen hat. 10 Minuten vor dem Ende jetzt die Chance zur Entscheidung Lewandowski. Aber Capino ist da und hält ihn relativ einfach fest. Doch Bremen ist nicht Bremen, wenn sie sich hier aufgeben würden. Und so spielten sie weiterhin mutig nach vorne. Osako auf Eggestein. Und ein tolles Tor nochmal zum Anschluss. In der 90. Minute das 3:2. Jedoch war das die letzte Szene der Partie. Bayern gewinnt am Ende sehr knapp mit 3:2. Kann sich glücklich schätzen, denn 5 Minuten länger und das 3:3 hätte sich durchaus noch darstellen lassen. Der Sieg in Hannover war für Borussia Mönchengladbach extrem wichtig, alleine fürs Selbstvertrauen und dann auch noch an Frankfurt in der Tabelle dran zu bleiben. Jetzt bei wunderbarem Wetter im Borussia-Park waren die Bullen zu Gast und die waren erstmal früh ausgehebelt. Die Mannschaft der Stunde in der 5. Minute in Rückstand. Richtig toller Pass von Michael Cuisance. Heute in der Startaufstellung zu Player und der schiebt ein. Es war natürlich kein Abseits. Aber Leipzig schüttelte sich einmal und kam dann auch zur richtig guten Chance. 9. Minute, Konrad Leimer testet damals Schweizer Jan Sommer, aber der ist da mit einer tollen Parade. Reflexe sind sowieso seine Stärke. Nun aber genialer Ball von Campbell auf Timo Werner und es stand 1:1. 20. Minute, sein 15. Saisontor und mittlerweile auch verdient. Dieser Gleichstand, starker Ball von Campbell eben und Werner bleibt dann eiskalt. Und die Bullen wollten noch einen draufsetzen, die Partie innerhalb der ersten Halbzeit noch drehen. Forsberg dann, aber Nico Elvedi ist da. Da ärgert sich der Schwede, der wäre durchaus gefährlich auf den Kasten gekommen. Aber Elvedi hält den Kopf hin und verhindert so die Führung
für die Gäste. 1:1 nach 45 Minuten, unterhaltsam war es, ein paar mehr Torraumszenen hatte man sich dann aber doch noch erhofft und die sollten jetzt in den zweiten 45 Minuten kommen und zwar en masse. Kampel auf Matheus Cunha und Jan Sommer gleich mal wieder mit einer richtig starken Parade findet er sich hier in den zweiten Spielabschnitt ein. Was für eine Tat. Auch der hätte gepasst. Quasi direkt im Gegenzug. Genialer Ball zu Alassane Plea. Der kriegt nicht richtig den Druck und dann überwindet er in der 55. Minute Peter Gulacsi zum zweiten Mal. Doppelpack für den Franzosen. Da ist der Ungar im Kasten. Der Leipziger zwar noch mit den Fingerspitzen dran, kann es aber nicht mehr vermeiden. Stunde gespielt und jetzt wieder Leipzig mit extrem hohem Druck. Forsberg, Kevin Kampel an jeder Offensivszene fast beteiligt und das 2:2 in der 60. Minute. Drittes Saisontor für Matheus Cunha. Die defensiven Schwächen bei Gladbach aus den vergangenen Wochen wurden dann doch wieder offenkundig. 5 Minuten später, nun wieder die Möglichkeit für Gladbach, ein draufzulegen. Hermann und dann eine Riesentat von Peter Gulacsi. 67. Minute, eigentlich muss es hier schon wieder pro Gladbach stehen, aber das ist eine klasse Tat und auch ein bisschen Glück dabei. Der anschließende Eckstoß und jetzt war es wieder da, das 3:2. Die Führung für Gladbach, Dreierpack für Alassane Plea, der steht da aber auch viel zu frei. Klar, der Laufweg ist super, aber trotzdem, das wissen die Gäste eigentlich besser. Das darf so nicht passieren. Nicht gegen so einen Torjäger und Gladbach jetzt mit weiter proaktiver Spielformation nach vorne. Nicht mehr nur reagieren, sondern agieren. Und so konnten sie in der 80. Minute diese Partie entscheiden. Jonas Hofmann mit dem 4:2 setzt auf dieses Spektakel am Samstagabend noch die Kirsche für die Fohlenelf drauf. Eine wirklich torreiche und tolle, unterhaltsame Partie, die das Prädikat Spitzenspiel verdient gehabt hat. Gladbach gewinnt mit 4:2 und ist damit wieder an den roten Bullen dran. Der FC Schalke 04 hat in dieser Saison wahrscheinlich wirklich das Glück, dass es drei Mannschaften gibt, die noch weniger Punkte einfahren. Es läuft nicht bei den Knappen in dieser Saison und das dürfte sich auch bis zum Ende nicht mehr ändern. Hiergegen extrem stark aufgelegte Sinsheimer, sollte es dann zu Hause besser werden an diesem Samstagabend mit Spielbeginn um 20.30 Uhr. Nübel muss sich von Beginn an auf was einstellen, denn da kamen einige Torschüsse. Dass Hoffenheim nur 2:0 gegen Hertha gewann, am Ende war fast ein Treppenwitz. Jetzt aber eine Viertelstunde und der Druck von Hoffenheim immer größer und jetzt auch das Tor. 16. Minute und das 1:0 war schon lange überfällig. 5. Saisontor für Demir Bay, klasse wuchtiger Schuss. Nübel ist noch mit den Fingerspitzen dran, aber kann es dann nicht mehr verhindern. Und nun mal die Schalker mit einer Konteraktion. Amine Harit, genialer Ball auf Guido Burgstaller. Guido Burgstaller hat keine Unterstützung, macht es dann trotzdem richtig gut gegen Hübner. Eine nette Körpertäuschung, aber der Schuss dann zu einfach für Baumann zu halten. Vor der Pause gab es dann die Chance für Hoffenheim nochmal zu erhöhen. Demir Bay und Amiri im guten Zusammenspiel. Kerim Demir Bay. Aber das war dann auch was Einfaches für Nübel zum Auflesen. So ging es dann mit 0:1 in die Pause. Glücklich für Schalke, dass es noch so knapp war, denn jetzt würde ja ein Treffer reichen, um hier zumindest einen Punkt mitzunehmen. Aber es verbesserte sich nicht vieles im zweiten Durchgang. Ehrlich gesagt wurde es noch schlimmer. Kerim Demir Bay, 49. Minute, nächste Glanztat von Nübel. Wenn man als Schalker in dieser Saison irgendwas Positives sehen möchte, dann ist es wahrscheinlich die Entdeckung von Alexander Nübel. Riesentat von ihm. Stunde gespielt, weiterhin nur Hoffenheim in der Offensive aktiv und Kramaric, der schon gegen Hertha allerbeste Chancen ausließ, scheitert hier wieder etwas kläglich. Demir Bay mit dem Ballgewinn in der Mittelfeldposition, dann ging schnell nach vorne und Amiri mit dem 0:2. 63. Minute, sein zweites Saisontor. Die Schalker-Fans mal wieder absolut bedient. Zu Hause geht in dieser Saison einfach überhaupt nichts. Und Nübel konnte einem leid tun.
Und es kam noch schlimmer. Ishak Belfodil wird nicht angegriffen. Da geht keiner ran. Und 0:3, 14. Saisontor. Wow, FC Schalke 04. Das tut richtig weh. Und es war ja noch genug Spielzeit. Viertelstunde noch auf der Uhr. Und Hoffenheim hatte Lust. Über die rechte Seite nach vorne. Ishak Belfodil mit dem 4:0. Hält die Fußspitze ran. Es gab echt Dresche hier für die Königsblauen. Und weiterhin Nübel einfach nur zu bemitleiden. 10 Minuten vor dem Ende. Bojelab dann nochmal auch auf den sind etwas Hoffnung gesetzt. Zumindest in Zukunft auf den hofft man in den kommenden Spielzeiten. Aber so ging es hier erstmal mit 0:4 zu Ende. Schalke unterliegt Hoffenheim klar und deutlich. Der Sportclub aus Freiburg musste sich zuletzt gegen den SV Werder Bremen mit 2:1 geschlagen geben. Sie zeigten am Ende nochmal tolle Moral, aber die Nachspielzeit war dann eben beim Anschlusstreffer schon abgelaufen. Für Dortmund war es Glück, gegen Mainz am Ende nicht noch das 2:2 zu kassieren. Hier wollten sie es besser machen und hatten zumindest wieder mal den perfekten Start. 12. Minute Axel Witzel, der in den letzten Wochen auch einiges an Fett wegbekommen hat. Von den Medien, von den Fans, der hatte jetzt hier erstmal die richtige Antwort parat. Aber auch Freiburg sehr forsch nach vorne unterwegs. 17. Minute eben, Florian Niederlechner, schöner Schuss mit links hier. Und da muss sich dann Roman Bürki gleich mal auszeichnen. Er hatte das 2:1 gegen Mainz im Endeffekt festhalten können in der Schlussphase. Nun aber wieder die Freiburger und jetzt auch der Ausgleich. 22. Minute, Vincenzo Grifo, das 5. Saisontor für den Italiener. Tolle Drehung, aber auch zu viel Platz. Den darf man einem Spieler wie ihm, vor allem im 16er, nicht gewährleisten. Etwas über eine halbe Stunde gespielt, nun wieder der BVB. Sancho legt auf zu Mario Götze und Alexander Schwolo stellt wieder seine Qualitäten unter Beweis. Es war auch ein bisschen hier das Duell der Torhüter, die mit der ein oder anderen sensationellen Tat überzeugen konnten. Der BVB wurde nun aber nochmal aggressiver vorm Pausenpfiff. Schlotterbeck mit dem Fehler auf den Fuß von Thomas Delaney. Und die beiden Sechser machen hier die Tore für die Schwarz-Gelben. 40. Minute. Und das 3. Saisontor für den Dänen führt hier zur Halbzeitführung. Brun Larsen kommt noch rechtzeitig weg. Und so zählte der Treffer dann natürlich zurecht. Ein 1:2 der absolut unterhaltsamen Art. Klar, 3 Tore sprechen in der Regel für ein schönes Fußballspiel. Aber auch vor allem für den neutralen Zuschauer. Jetzt wieder die Dortmunder. Wollten gleich einen drauflegen. Das 2:1 sehr unsicher, weil Freiburg immer zustechen kann und dann hatte Marco Reus hier die Riesenmöglichkeit, das auch zu machen. Aber wieder Schwolo. Stunde gespielt, der BVB drückend überlegen in dieser Phase. Götze, Sancho legt nochmal zurück zu Mario Götze und da ist das 3:1. 62. Minute, das 5. Saisontor. Götze heute wieder im Sturm, wie schon gegen Mainz aufgeboten. Macht er richtig stark, der passt dann auch relativ gut unter die Latte. Schwolo kommt nicht mehr ran. Sie gaben sich aber natürlich nicht auf. Die Breisgauer Viertelstunde noch auf der Uhr. Ein schneller Anschlusstreffer und dann werden die Beine bei Dortmund vielleicht wieder nervös. Aber die letzte gefährliche Szene wurde dann nicht mehr zu einer richtigen Chance umgemünzt. Freiburg verliert also mit 1:3 am Sonntagnachmittag gegen den BVB. Und das sind für die Gäste ganz wichtige Punkte weiterhin im Kampf um die Meisterschaft. Bei Hertha BSC ist es aktuell extrem unruhig und davon können die Gäste aus Niedersachsen, die Hannoveraner, nur ein Liedchen singen und hätten vielleicht gerne die Probleme oder wahrscheinlich sogar die des Hauptstadtclubs. Die hatten hier die erste Möglichkeit. Nach 3 Spielminuten war es eine Standardsituation von Salomon Kalou, die Rekik da in der Mitte fand, aber Philippe schießt ihn an und somit wurde es nicht wirklich brenzlig für das Tor von Michael Esser. Aber die Anfangsphase klar in der Hand der blau-weißen Gastgeber. Matthew Lecky
über die linke Seite, bekommt gar keinen Druck, eine schnelle Körpertäuschung und dann auch der Abschluss. Der ist aber deutlich zu harmlos, um Esser hier zu schlagen. Aber weiterhin nur die Hertha. Matthew Lecky kriegt keinen Druck, spielt rüber, Mittelstädt, Kalou und 1-0, folgerichtig die Führung für die Hertha. Viel zu einfach und Esser ohne Chance da einzugreifen. Der ist sehr gut platziert. Nach 45 Minuten stand es dann 1-0, sogar etwas zu niedrig diese Führung, ein 1-0. Dass Hannover eigentlich Hoffnung geben sollte, aber irgendwie nicht so richtig gab. Kalou über die linke Seite, auch wieder viel zu viel Platz, die Flanke zu leicht, Matthew Lecky hält nur den Schädel hin. Es stand 2-0 nach 49 Minuten und das war jetzt gefühlt sowas wie die Vorentscheidung, wenn man überhaupt von so etwas sprechen möchte. Für Hertha ging es darum, sich jetzt spielerisch nochmal vernünftig aus der Saison zu verabschieden. In den letzten Wochen war es wirklich turbulent. Letzten 5 Spiele alle verloren. Dafür spielten sie hier richtig gut nach vorne. 64. Minute, Davy Selke mit dem nächsten Abschluss, der dann aber doch relativ weit und deutlich am Kasten vorbeiging. Nun auch mal Hannover 96, eine Viertelstunde vor dem Ende, Bakalorz und Weidand im Zusammenspiel. Bakalorz kommt erst nicht durch und hämmert dann nochmal drauf und machte tatsächlich in der 77. Minute den Anschlusstreffer. Und sollte es jetzt wirklich nochmal spannend werden, eigentlich ließ hier Hertha über 75 Minuten gar nichts anbrennen. Jetzt aber plötzlich die Chance für Hannover zum Ausgleich. Weidand, Bakalorz, gutes Spiel von den beiden. Jetzt in dieser Phase zumindest, 83. Minute, Pirmin Schwegler. Der geht aber dann flach rechts vorbei. Jahrstein hatte das sicherlich im Blick. Schlussphase, Hannover probierte jetzt noch mehr, riskiert auch einiges. Selke, Salomon Kalou steckt durch zu Davy Selke. Der bekommt den Ball dann eben wieder. Und so stand es 3-1 am Ende. Viertes Saisontor für Selke, auch nicht unbedingt die allerbeste Quote, hat aber auch mit Verletzungen in dieser Saison zu tun. Unterm Strich lässt sich sagen, nach 5 Spielen in Folge ohne einen Sieg, mit 5 Niederlagen in Folge, vor allem für die Hertha, geht es jetzt wieder aufwärts. Eventuell 3-1 gewinnen sie gegen Hannover. Der Abschluss des 30. Spieltags wurde zwischen Wolfsburg und Frankfurt ausgefochten. Die erste Möglichkeit kam erst nach 21 Minuten zustande in einer Standardsituation. Dort legte sich Maxi Arnold den Ball auf der rechten Eckballseite zurecht. Und dann bringt er ihn auch relativ gefährlich rein und Tisserand mit dem Kopfball testet Kevin Trapp, aber der fängt den dann doch relativ einfach ab, aber zumindest mal ein Torschuss in einer highlightarmen Partie. Frankfurt mal über einen Konter nach vorne. Danny da Costa nimmt Rebic mit, der bekommt den Ball dann wieder. Dieser Danny Costa, da ist die Flanke, Roussillon klärt es, aber Rebic, man versucht es dann eben auch aus anderen Lagen, wenn spielerisch sonst so viel nicht geht. Aber das muss man den Frankfurtern verzeihen. Wolfsburg war hier als gastgebende Mannschaft schon eher in der Pflicht, etwas nach vorne zu tun. Lange Zeit aber auch enttäuschend. Vor der Pause dann nochmal die Wölfe. Ein Dicker mit dem Fehler. Was für ein Bock. Und das 1-0 für die Wölfe. 45. Minute. Weghorst drischt das Ding rein. Hier war jetzt für Kevin Trapp dann nichts mehr zu halten. Also kurz vorm Pausenpfiff die Führung für den VfL. Aber Frankfurt hat auch Comebacker-Qualitäten, das wollten sie jetzt hier unter Beweis stellen und spielten dann nach der Pause einen richtig guten Fußball nach vorne. Danny da Costa, Ante Rebic mit der Flanke, die wird verlängert von Jovic und Philipp Kostic gegen Perwan. Muss es hier eigentlich machen, schon zum Ausgleich. Aber auch eine tolle Tat von Perwan, Castells Vertreter. Kurze Distanz und dann ist es im Endeffekt auch etwas Pech für Kostic. 20 Minuten noch auf der Uhr. Wieder Frankfurt. Ante Rebic steckt durch zu Paciencia. Perwan mit der Parade, aber Rebic passt auf und drückt das Ding dann rein. 72. Minute, das 10. Saisontor für Ante Rebic. Und der mittlerweile hochverdiente Ausgleichstreffer für die Frankfurter.
Und jetzt wollten sie hier natürlich noch mehr. Es geht dann noch um die Champions League Qualifikation. Viertelstunde auf der Uhr, Viertelstunde Zeit, um hier das Ding komplett zu drehen. Perwan, der einzige aktuell im zweiten Abschnitt für Wolfsburg, der noch etwas Gutes liefern konnte. Das 2:0 gegen Leipzig der Wölfe war ja auch extrem enttäuschend am letzten Samstag. Letzte Aktion, nochmal Frankfurt. Rode mit der Flanke, der Kopfball von Dicker auf der Linie geklärt von Tisserand, und das war die letzte Möglichkeit, die hier Frankfurt zum Auswärtssieg hätte bringen können. Es sollte nicht mehr sein, der erste Durchgang war noch sehr fahrig von den Frankfurtern. Im zweiten Durchgang hätten sie sich diesen Sieg dann eigentlich verdient gehabt. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.